Willkommen zurück, liebe Freunde, hier Wollo und Kornel. Und wir befinden uns hier gerade in Russland. Wir sind ein bisschen auf Dienstreise für euch gegangen und haben da ein paar Privatvideos habe ich gedreht. Und von diesen Videos wollte ich euch jetzt mal ein paar zeigen. Da sieht man mich und Wollo. Das ist, wenn Wollo die Kappe absetzt. Ja. Was ist das? Verstehe ich nicht. Meinst du, ich könnte mich da auch dranhängen oder würde es dann knacken? Der wäre direkt unten. Also wenn es bei dem schlanken Hannes da so hängt, ist es bei dir sofort auf dem Boden. Einfach straight. Aber meinst du, es würde knacken oder? Nee, das ist ein sehr biegsamer Baum. Das ist wie ein Männerpenis, der bricht nicht. Dann können wir einen Katapult draus machen. Oh, bricht doch. Oh, das muss doch wehtun. Oh, ich sehe schon wieder Wollo. Da fehlt ein Reifen. Das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Ich tüpf schon vor. Wow! Was ist da passiert? Ja, die haben da ein Airbag reingepackt. Ach so. Lecco mio, der ist aber ganz schön nach oben geflogen. Oh mein Gott, ich dachte, der ist tot, explodiert oder so. Alter, what the fuck? Weißt du, wenn es für die Anlage, wenn das Geld für die Anlage nicht gereicht hat, ne? Dann muss man sich das halt selber machen. Das ist so ein Motorrad mit Beiwagen, oder? Mhm. Alter, stark. Aber damit dürftest du in Deutschland nicht fahren, oder? Nein. Ich liebe Russland. Stark. Die Frage, ob man das in Russland darf oder ob man es einfach macht, ne? Ich weiß es halt nicht. Leute, haut mal raus. Das will ich wissen. Kennt sich jemand aus? Unsere russischen Freunde. Ja klar, Freunde. Unsere russischen Freunde sind doch am Start. Die wissen das doch. Oh, ich muss auch meine Kamera nach oben packen. Das klingt ein bisschen wie aus einer Melodie von San Francisco Rush bis N64. Das kenne ich, ja, genau. Fühl ich gerade richtig. Hab ich mir auch gedacht. Als ob! Die sind einfach zu cool, Alter. Russen sind einfach zu cool. Ich dreh durch. Das würde ich aber auch gerne mal machen. Das ist stark, Alter. Da würde ich mich auch Aber sehen. Ich will derjenige im Auto sein. Echt? Ja, muss doch voll geil sein, wenn du so da hängst so und dann Gas gibst. Können wir mal machen, wenn cool. Ich dich besuchen komme, ne? Stimmt, mit dir müsste das eigentlich auch alleine gehen, wenn du hinten bist. Aber wenn ich vorne bin, schon wieder schwierig. Ja. Ah. Wir beide hinten und Flettys Auto. Das sehe ich mich. Das müsste klappen. Sag Fletty mal Bescheid. Dann mach ich. Wie kann man so dumm sein? Und er steht einfach auf und läuft weiter. Ich hatte schon wieder auch wieder zu wild, ne? Ich hatte schon wieder so Zuckungen in meinem Körper, die so. Alter, jetzt muss ich erstmal Geschichte erzählen hier. Bin völlig außer Atem. War die Post, ne? Ja. Und natürlich nicht für mich das Paket. Ich habe schon von unten gesehen, einen riesen Karton. Da hat mir erst so, es könnte ein Fernseher sein. Da hat mir irgendjemand auf Ehre einen Fernseher geschenkt. Aber nein. Und der Ficker von der DHL. Können Sie das annehmen? Ich so, ja, bla. Ja, okay. Und dann lässt er das da unten stehen. Weißt du, es nicht mal mein Paket und ich soll es hochtragen. Jetzt trage ich da den 50 Kilo Fernseher hoch. Ohne, dass es meiner ist. Ich denke mir auch, Alter, ihr... Ja. Warum nimmst du es auch an? Ja, ich hasse mich dafür auch jetzt schon. Ja, sag einfach was soll mal ich denn nein. Nein, sag es auch komisch. Nein, einfach nein, Alter. Du siehst die Menschen... Alter, oh Gott, ey. Wie kann das so sein? Du weißt, was... So, ich will jetzt hier Meanwhile in Russia gucken, mein Gott. Leute, schreibt Wollo mal, dass er nein sagen soll. Lass mal weiterlaufen, ich will gucken, was Nein. passiert. Die hängt an irgendeinem Seil oder so, ne? Alter, die haben Bungee-Jumping gemacht. Ja, so eine Art. Ich dachte, ich schon gedacht. Die stirbt. Ah, das soll ein Boxenstopp ja, darstellen. Genau. Ich dachte gerade, was ist denn los?
Ja, und warum kriegt er was zu trinken? Aber ja, ist gut. Ja, das ist lustig. Das. Boah, hat sogar geklappt. Ich dachte, der legt sie doch auf die Fresse. Wäre besser gewesen. Okay, okay. Einfach weiterfahren. Mach weiter, passiert. Mach weiter, Bruder. Fahr doch einfach weiter. Komisch. Ich hab gestoppt, weil ich Angst hatte. Stopp doch nicht immer. Ich will halt wissen, was passiert, bevor ich dann darüber rede. Es war ein Reflex. So, brauchst du nicht reflexen. Ja, ich hatte Angst. Alter, jetzt kommen hier die Autounfälle in Russland. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Stirbt man da? Nee, oder? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, aber der andere ist jetzt tot. Der muss nicht immer gleich tot sein. Also meinem Bruder ist das auch schon mal passiert. Ja, da war eine rutschige Straße, der hatte gerade erst frisch seinen Führerschein. Ja. Und er, morgens lag noch ein Zettel da von wegen, yo, du musst vorsichtig fahren, es ist glatt. Und mein Bruder hatte noch scheinbar gar keinen Plan, was das bedeutet. Ist er nämlich an der Straße, auf der 70 ist er dann 80 gefahren, anstatt er, wo er normalerweise 90 fahren würde. Und als die Kurve dann kam, dachte er sich so, ja, geh ich mal auf 70 runter. Weißt du, wo jeder normale Mensch bei der Glätte mit 10 km/h lang fahren würde. Und hat dann das Auto direkt nach einer Woche Führerschein in den Graben gesetzt. Alter. Aber er war nicht tot. Siehst du, also von daher. Wie? What the fuck? Konnte und er war schon schnell unterwegs. Das Auto war komplett schaden. Oh mein Gott. Er fährt einfach durch. Er tuckert los, ne? Er hat Bock. Oh mein Gott. Alter, vor allen Dingen das. Also, wenn mit so einem Bus richtig was passiert, ist halt krass, weil das ja auch keiner angeschnallt. Und, ne? Da kann schon richtig was passieren. Oh, das ist auch so eine Sache, ne? Man redet ja immer von Flugzeugabstürzen, ne? Aber hast du jetzt Angst vor Busunfällen? Es gibt ja auch voll oft so diese Meldung Busunglück, bla bla bla. Da hätte ich auch Angst vor. Ich habe vor allem Angst. Voll oft die Meldung Busunglück. Ja, was heißt... Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal die Meldung Busunglück gehört habe. Nein. Und wenn du dann noch bedenkst, wie viele Busse am Tag fahren, Cornel, dann aber, ne? Ja, man kann halt immer Pech haben, ne? Ja. Weißt du, Cornel ist auch so ganz Verrückter. Wenn es um Corona geht, sagt er mir immer, die Wahrscheinlichkeit an Corona ist trotzdem gleich null. Aber sobald es dann heißt, man könnte in einem Bus sterben, so, ja, das kann passieren, das passiert so oft. Ich fahre ja trotzdem Bus. Naja. Das ist ja der Unterschied. Nein. Naja, bei der einen Sache machst du dir Sorgen, bei der anderen nicht. Ja, gut. Ich glaube, die andere Sache ist tatsächlich, am Ende des Tages ist es wahrscheinlicher, dass ich Corona kriege, als dass ich im Bus sterbe. Es ist beides sehr unwahrscheinlich. Geht. Ja, gut, da kann man auch mal bremsen, ne? Ja, aber so sind manche Leute, ne? Die machen einfach trotzdem, egal was passiert, ich komme jetzt, so, Punkt. Ja, da kann man von keinem Wollo nicht reden. Nee, absolut nicht. Oh, da möchte ich auch mal einmal kurz die Leute beruhigen. Und zwar wurde mir gesagt, das kann daran liegen, dass ich irgendeinen Diabetes bla 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 habe. Ja. Und deswegen meine Nervenenden absterben. Ja. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass ich in der Pimmelspitze kein Gefühl mehr habe. Das ist tatsächlich wahr. Das glaube ich wirklich. Oder nicht mehr so doll. Aber das Problem habe ich schon seitdem ich 18 bin oder so. Und da hatte ich noch kein Diabetes. Und ich habe jetzt auch kein Diabetes. Ja. Seitdem wurde ich mehrfach auf Diabetes getestet. Und hatte es nie, deswegen, nee, das ist kein neues Problem oder so, das habe ich schon immer so, dass ich nicht so einfach komme. Das ist dein Pornokonsum. Das ist vielleicht mein Pornokonsum oder es ist meine Superkraft. Vielleicht ist auch meine Superkraft, weil wenn ich eine krasse Ausdauer zusätzlich hätte, wäre ich halt ein Ficker, ne? Dann kannst du Pornos Ich brauche halt nur körperliche Ausdauer noch dazu. Dann machen wir. Kann ich ewig. Alter, sowas hätte ich auch gern. Boah, wobei... Wenn du da eine Hand reinkriegst, ne, oder so, einfach weg. Ja, da gibt's ja, kann man ja was drum machen, wie vom Ventilator eigentlich, ne? Das wäre auch vernünftiger gewesen. Wäre vernünftig, ja. Das ist vielleicht am Ende des Tages ein bisschen mehr Aufwand, als man hätte machen müssen, aber ja. Grundsätzlich. Wenn du das einmal gebaut hast, kannst du es halt immer wieder benutzen. Ja, das stimmt's nämlich, das ist wahr. Ne? Stark. Und grün. Das ist ein
Ja, ist ganz wichtig, auch für die Zukunft. Ja, das ist ein gutes Stück Fleisch. Wie kann man so sein, ey? Wie kann man denn so sein? Wie kann man denn, Wollo, ohne Spaß, wie kann man denn mit einem Motorrad fahren, wo das Rad dann abfällt? Das muss man doch vorher schon in irgendeiner Form... Das wussten wir ja wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich nicht. Aber ich will das ja mal weitersehen, weil ich glaube, dieser Kran wäre dann nicht der Kran, den ich rufen würde, den, um dich aus dem Haus zu kriegen. Ich glaube jetzt, der Kran umfällt. Der will das Haus... Nee, aber ich glaube, der hält nicht. Das Haus geht kaputt. Ja, weil der Kran nicht hält. Und ich denke mal, der würde dich dann auch nicht halten. Oh, doch, der Kran gibt um. Alter, das wäre witzig, wenn wir einen Kran holen, um dich hochzuziehen und der Kran steht dann schief. Ach, wäre das witzig. Oh mein Gott, kann ich das bitte als TikTok haben, ey? Das wäre der viralste aller Zeiten. Hab leider gerade keinen Kran.